Also ihr covert. In der christlichen Szene bekanntere Bands wie Bethel und Hillsong, das sind, sage ich mal, in der christlichen Szene große Bands. Davon covern wir Lieder und noch von anderen. Covert jetzt nicht die Charts, wenn man jetzt, wenn man Coverkünstler ist. Gibt es da Charts? Christen-Charts. Aber man, bei South Park gibt es die Folge, da versuchen die mit Christen-Rockmusik Geld zu verdienen. Kennst du die Folge von South Park? Nee. Musst du die mal angucken. Da will Cartman nämlich eine goldene Schallplatte gewinnen. Und dann heißt es, man kriegt in der Christenmusik kriegt man keine goldene Schallplatte, sondern die, wenn du 1 Million Platten verkauft hast, dann kriegst du ein Möhre. Ein Möhre-Album sozusagen. Okay. Ein Möhre? Das ist natürlich Satire. Ja. Gibt es da goldene Schallplatten in der Christenmusik? Die Taube, irgendwas mit Taube, silberne Taube oder weiße Taube, so gibt es da irgendwie ein Award, was man da auch gewinnen kann. Wäre das so eine Anstrebung für euch, sowas? Mal? Ja, wir haben schon mal versucht, da auch mal mitzumachen. Okay. Haben es dann leider nicht gut geschafft. Aber ein Bekannter von unserer Band, die hat da den Preis jetzt letztes Jahr gewonnen. Also das ist schon ganz schön auch zu sehen. Und es ist schon strebenswert, weil es geht da meistens um selbstgeschriebene Lieder, um eigene Texte und solche Sachen. Und da sind wir auch dabei, selber zu schreiben. Also es ist schon... Schreibt ihr auf Deutsch oder auf Englisch? Beides. Beides. Was kannst du uns als Bühnendinosaurier sagen, was du uns für Tipps geben könntest für die Bühne? Für eure Band, die ihr auch schon gesehen habt. Allgemein, Bühnenerfahrung, die du hast, wo du sagst, da sind mir schon mal Sachen passiert, ohne Namen zu nennen, da habe ich von gelernt. Seitdem mache ich das und das anders. Irgendwas. Also ich, gut, da gibt es wirklich was ich berichten kann. Ich habe also angefangen damals in Sydney. Ne? Ich habe angefangen in Sydney. So kann man auch anfangen. In Sydney angefangen, erst auf der Straße zu spielen. Und dann bin ich in den Laden gegangen, das hieß Spetz Wine Bar. Mhm. Und habe gefragt, ob die dort auch Live-Musik machen. Und die haben gesagt, ja, würden sie machen. Okay. Dann habe ich da tatsächlich einen Auftritt gehabt. Und noch einen zweiten. Ich sollte irgendwie so ein paar Wochen da spielen, und als ich das dritte Mal kam, saß da ein anderer. Oh. Und ich kriegte noch eine Canceling Fee. Und ich habe mich dann da hingesetzt und habe dem zugeschaut und habe ich was gelernt. Mhm. Und das mache ich eigentlich heute noch sehr gerne. Das heißt, wenn ich irgendwo auftrete, auch jetzt mit einer Band, ich mache es eigentlich in den meisten Fällen nie so, dass ich einen Song nach dem anderen spiele, sondern ich moderiere auch gerne die Songs. Ich erzähle was über die. Ich weiß nicht warum, irgendwas treibt mich da was zu sagen, ich bin sonst ein stiller Mensch und so mache ich das. Und das kommt ganz gut an, ich denke auch, das sollte man noch mal machen als Musiker, dass man nicht so Stück an Stück klebt, sondern vielleicht da ein paar Sätze zwischen sagt, weil es so mal auflockert. Gerade wenn es eine Band ist, so wie wir, die ja eigene Stücke spielen, wir machen ja keine Coversachen, wir geraten natürlich schnell in die Überforderung hinein, denn man kennt die Songs nicht. Man muss sich eben darauf konzentrieren und es ist gut, wenn man kleine Pausen lässt. Also ein bisschen was sagen, das finde ich ganz gut. Ansonsten, schwierig, wenn man mit der Gitarre auf der Bühne steht und muss noch singen, hat man wenig Bewegungsfreiheit. Ja. Ich habe jetzt mal ein altes Video gesehen hier von Chuck Berry, ne? Der machte natürlich eine tolle Show auch damals. Ne? Der hat nicht nur geile Songs gehabt und toll gesungen, sondern hat auch eine tolle Bühnenshow gehabt. Ne? Mit seinem eigenartigen, ihr kennt ja diesen Duckwalk, den er mit AC/DC nachgemacht hat. Und er hat ja richtig Geschichte geschrieben, seine Movements da. Aber der hat auch wirklich das toll serviert, sagt man ja. Toll serviert das Ganze, auch mit Augen auch, ne, und so. War toll. Machst du dann auch diese Moves, wie du sagst? Ja, das ist ganz schwierig, weil komme da gar nicht weg. Okay. Gibt es bei euch irgendwelche Moves oder irgendwelche Sachen, wo ihr das Publikum mit animiert, zum Mitsingen, mitklatschen? Ich glaube, klatschen macht ja jeder. Es gibt solche Tags, die man ja manchmal macht. Irgendwelche oder was auch immer. Okay. Das lässt man das Publikum mal mitsingen oder so. Oder es gibt so ein Kinderlied, was ich geschrieben habe. Da lassen wir dann die Kinder tanzen. Da gibt es Bewegungen zu. Okay. Wie heißt das Kinderlied? So hoch. Und worum geht's da? Es geht darum, Gott ist größer, stärker und höher als alles andere. Quasi. Ja, okay. Ja, als Fazit, ja. Und dann lässt man die Kinder dazu tanzen, Höhe, höher, stärker und halt die typischen Bewegungen. So macht man das dann, ja. Hast du den Song auf dem Smartphone? Nee, ne? Nee, leider. Ich hab's noch nie aufgenommen bis jetzt. Den hätten wir jetzt hier, weißt du, und dann hätten wir jetzt mittanzen können. Ja, genau. Gibt's da eine feste Choreo?
Oder ja, schon. So eine Kinderchoreografie dafür. Ja. Das ist cool. Also, wenn ich hier fertig bin, habe ich meinen Agnostizismus verloren. Religiös. Also, ja, weiter schneller. Aber ich glaube, Eike ist auch gleich irgendwann mal fertig. Also hier, Eike Bergeling, bester Mann. Empire Records, auch den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung von den Jungs von Lennart und Eike. Also für Musiker, egal ob Singer, Songwriter, Band, Rapper oder was weiß ich, wenn ihr mal im Tonstudio Sachen aufnehmen wollt oder mal ein Musikvideo drehen wollt oder ein Fotoshooting oder was weiß ich, ein CD pressen wollt, wie auch immer, dann könnt ihr hier dem Kollegen im Hintergrund, Eike, guck mal in die Kamera, könnt ihr den Kollegen gerne kontaktieren. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Einfach toller Support für Bands, Singer, Songwriters etc. Also das auch nochmal eben, damit auch nochmal ein bisschen Probe für euch gemacht wurde. Ja. Ja. Und das sieht schon alles ganz große Klasse aus, was da passiert. Ja. Ich bin ja. gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Auch. Es ist jetzt mittlerweile 10:45 wahrscheinlich. 20 vor. Ich bedanke mich, dass ihr heute bei mir im Esszimmer, ganz typisch, bei Kaffeeklatsch, bei Eistee gesessen habt. Ja. War eine lustige Zeit. Das hat uns total viel Spaß gemacht. Nicht? Ja. Das war richtig geil, definitiv. Oder? Monatelang habe ich auf die Einladungsbestätigung gewartet von euch. Ist natürlich auch nicht billig. Ne? Wir kosten schon einiges. Ja. Bei ihm geht es als Spender natürlich sofort in die Gemeinde. Ich behalte es. Wenn ihr interessiert seid an den Bands, an den Kollegen, dann einfach in der Videobeschreibung einfach mal den Leuten folgen, den Like hinterlassen und ja, wir sehen uns im nächsten Kaffeeklatsch. Besten Dank und bis bald.